Hi Leute und willkommen zu Lost 4. Wie angekündigt werden wir uns das Game von Tokyo RPG Factory mal ansehen. Ich glaube, sie hatten auch IM Setsuna gemacht, was so mittelgut ankam, aber ich hoffe, dass dieses JRPG richtig durchstarten wird. Hat zwar einen teuren Preis, aber ich hoffe, es lohnt sich. So, dann starten wir ein neues Spiel. Machen wir normal. Eure Hoheit, ich bin erledigt, verzeiht mir. Das lasse ich nicht zu. Du hast geschworen, bis zum Ende bei mir zu bleiben. Ich befehle dir zu leben. Verzeiht. Ihr wollt euch mir also wirklich entgegenstellen? Versteht ihr nicht, warum? Warum dies nicht die Zeit ist, um gegeneinander zu kämpfen? Kakugo shite morau ka? Itsu demo ikeru. Osa! に任せろ。 魔法には自信があって。 いつでも行ける。 戦いとは無慈悲なものだ。 Wann haben wir unsere Welt dem Untergang geweiht? Mit welcher Entscheidung? Ich werde jedenfalls niemals aufgeben. Und wenn es mein Ende bedeutet, ich werde nicht aufgeben. Kakugo shite morau ka? Itsu demo ikeru. ただ、いつでも行ける。天雷よ、裁きを与えろ。 いつでも行ける。魔法には自信がある。いつでも行ける。どうか焼き尽くせ。 Du suchst immer noch den Kampf, obwohl du weißt, wohin das führt. Ich habe es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Alles verschwindet, alles verblasst vor mir.
Warum, lieber Mond? Sag's mir. So musste es so kommen. Den Legenden zufolge erschuf der Mond die Welt. Dieses Märchen hörte ich vor sehr langer Zeit. Meine Mutter war damals noch am Leben. Angeblich wird die Welt wieder und wieder zerstört. Und dann wiedergeboren. Ich sehe es noch vor mir, das Bild des Mondes. Und in meinem Märchenbuch. So groß, so kalt, schön und entsetzlich. Aber das war nur ein Märchen. In Wahrheit ist der Mond stumm. Er tut nichts. Und so ist es schon immer gewesen. Warum? Warum habe ich ständig diesen Traum? Kanata, bist du da? Okay, ich hoffe, dass die Lautstärke-Einstellung jetzt so richtig ist. Man konnte es halt vorher nicht machen. Und wir haben jetzt schon praktisch ein bisschen die Vorgeschichte, die alte Legende gesehen. Und ja, wir sind der junge Held Kanata und wir können, wie ihr in der Demo schon gesehen habt, was verloren ist, wiederherstellen. Auch wenn wir das jetzt noch nicht wissen. Und es sieht halt richtig cool aus, muss ich sagen. Ich glaube, man kann das sogar in 4K spielen. Ich glaube, man konnte auf 4K stellen. Ganz zum Anfang. Und wie ihr gehört habt bei mir, keine Voice Actor. Und das heißt, alles, was jetzt kommt, werde ich irgendwie vorlesen müssen, auch wenn es meinem Hals gerade nicht so gut geht. Und ich hoffe, ich bekomme das hin. Ich schaffe das mit dem Stimmverstellen zwar nicht, aber es sollte klappen. Und dann schauen wir mal, wer uns gerufen hat. Ah, da bist du ja. Gut, dass ich dich gefunden habe. Was ist los, Lumina? Wolltest du nicht bei der Ältesten sein? Ja, stimmt. Aber sie hat uns alle zu sich gerufen. Dich, mich und Locke. Und wo ist Locke? Hast du ihm noch nicht Bescheid gesagt? Ich habe nach ihm gesucht, konnte ihn aber nirgends finden. Also bin ich zu dir gekommen. Die Älteste ist in ihrem Haus am Ende der Stadt. Wäre es doch nur nicht so weit zu ihr. Okay, sie kommt gleich in unsere Party mit. Oh, übrigens. Wenn du mal nicht weiter weißt, drücke RB. Woher weißt du was von RB? Dann helfe ich dir.
und lass uns ab und zu einfach nur so quatschen, ja? Spiel mit mir, Kanata. Na los, bitte. Ach, du kannst nicht? Ach so, aber später. Hast du dann Zeit, ja? Ah. Bärenbrokkoli. Ah, ja. Natürlich, wir sind brechen einfach überall ein und schauen, ob es was zu holen gibt. So. Kamina. Am schönsten ist es für Kinder doch in der Natur. Ich bin so froh, dass wir hier unser neues Heim gefunden haben. Shivan. Weißt du was? Ich kann jetzt Karotten essen. Das ist nach unserem Umzug passiert. Was? Konnte das vorher nicht? Hier glitzert nichts. Also gehen wir wieder raus. Ah, da glitzert was. Loot! Dicker Bratvogel. Okay. Können wir was spielen? Nein. Luma, es ist so lecker, dass ich vielleicht alles aufesse. Wenn du es bezahlt hast, dann würde ich das auch aufessen. Eigenartiges Essen hier, aber ich mag es sehr gerne. Das stimmte schon mit dem Essen hier. Was wohl die Heimzutat ist? Das Mädel, dem das hier gehört, ist richtig hübsch. Ich komme schon seit fast 50 Jahren her. Ach so, okay. Suchst du ein Zimmer? Das kostet 50 G. Also keine Ahnung, was für die Währung sein soll. Ob das jetzt Gold oder Gil wie in Final Fantasy ist. Ja, und du? Nimm deinen Stuhl, was darf's sein? Kaufen. Was gibt's denn hier? Dicker Bratvogel erhöht LP enorm. Grundbestandteil. Okay. LP und MP erhöhen. Okay. Richtig toll. Richtig toll jetzt Stuff. Alter, die Musik ist auch krass. Ich meine, sollte bei einem 50-Euro-Game ja auch sein, dass man nicht nur gute Grafik, sondern auch gute Musik hat. Spielender Hund. Wow, wow. Okay. Kann man hier irgendwo was absnacken? Da. Das habe ich letztens auch noch nicht rausgefunden. Das war schnell speichern. Das ist das. Das war mit ihr reden. Aumla. Ich schaue unglaublich gern von hier oben auf die Welt herab. Loot, Loot, Loot. Haha, das war noch wieder. Es muss da so ein Splitter zum Abnehmen von Waffen und Rüstung gewesen sein, wenn wir Glück haben. Kann man hier was? Nein. Okay, ich will mal schauen, wie lange ich den ersten Part mache, wie auf meine Stimme so bleibt, denn irgendwie fängt es wieder an zu kratzen im Hals. Heute ist Inventurtag und mit meinem Glück habe ich wieder eine Doppelschicht. Nichts gegenüber die gute Dorfluft. Schon wieder da zu sein. Schön wieder da zu sein. Sache mit dem Lesen, da hapert's. Hm. Oh, Lumina. Kanata. Wollt ihr zum Haus der Ältesten? Nein, ich will das Loot da. Da ist eine Telefonzelle. Glanzstein.
Hallo, Biba. Ja, wir wollten gerade los. Geht es um das, worüber alle reden? Monster sollen ins Dorf geschlichen sein. Ich habe Angst. Hier draußen können wir nicht auf das imperiale Kommando hoffen. Wir zählen auf euch, junge Leute. Die Schwertkünste von Kanata und die Kraft von Lumina. Hohe Kraft, was? Ihr solltet so etwas nicht von einem Mädchen erwarten. Nun mit Ro hat sie jedenfalls recht. Oh, gleich noch gedisst hier. Das werden wir später ausführlich besprechen. Ja. Okay, also die Erwachsenen können anscheinend nicht kämpfen, sind zu doof dafür, also müssen die Kinder das machen. Gefällt dir mein Spielzeug? Papa hat mir das gekauft. Ich sehe kein Spielzeug, aber okay. Mein Sohn ist vor kurzem mit seiner Familie zu mir gezogen. Er hatte mir aber nicht gesagt, wie viel Ärger er hier da mitbringt. Das Kleine habe ich aber wirklich gern bei mir. Ich bin so viel gelaufen, ich könnte einen Ochsen aufessen. Ein Fisch tut's aber auch. Das ist... Ist das... Keine Ahnung. Okay, Waffen und irgendwas noch. Was gibt's denn hier? Ah, Tränke, okay. Waffen, Proto-Schwert. Und Tempo-Faust. Genau, das Mädchen ist Faustkämpfer und der junge Schwertkämpfer. Sollte einem ein bisschen bekannt vorkommen aus einem Final Fantasy-Teil. Nobler Umhang und Maschinenketten. Hier ist Abwehr höher und es kommt noch 50 Feuerriese dazu. Okay. Magie. Windklinge. Nulltyp-Angriff, der die Abwehr des Ziels durchbrechen kann. Brauchen wir eine Königserinnerung, eine Donnererinnerung für Luftschlag. Physischer Luftangriff, der Gegner blitzschnell trifft, füllt AP wieder auf. Okay. Oh, und das. Dieser ist ein komischer kleiner Stein. Ich möchte auch einen. Okay. Hey Kanata, bist heute mal wieder mit Lumina unterwegs? Na, du bleibst ja ein Glückspilz, Kanata. Hihi, ich bin neidisch. Ah. Noch ein Wauwau? Kanata, schau mal, er kann jetzt Pfötchen geben. Ja, dann zeig mal. Ja. War wohl nichts mit Pfötchen geben. Noch ein Wauwau? Ja. Spielen wir bitte. Ich bin dann... Ich hab's. Ein Monster. Weißt du was? Ich hab darüber ein flauschiges Ding gesehen. Bestimmt war das ein echtes Monster. Hier ist auf jeden Fall Loot. Oh, 5G. Jetzt ist ja. Manche Kinder spielen gerne draußen, andere lieber drin. Aber du weißt ja, wie sie sind. Gespielt wird immer und überall. Ja, natürlich. Bücher sind was Tolles, wie? Beim Lesen versetzt man sich in in andere Welten. Okay, das ist die Älteste. Ah, Kanata und Lumina.
Danke, dass ihr gekommen seid. Ihr habt gewiss schon gehört, dass jemand ein Monster im Ort gesichtet hat. Es streifen immer Monster herum, aber ihr solltet euch das trotzdem ansehen. Ach, läutet als erstes die Alarmglocke, um die Leute zu warnen. Könnt ihr das für mich tun? Geht in Ordnung. Verlasst ihr auf uns. Nanu, ist Locke nicht bei euch? Er kam früher, also habe ich ihm von dem Monster erzählt. Aber die Glocke hat er nicht geläutet, also dachte ich, ihr holt zuerst euch ab. Das ist aber schon eine Weile her. Ihm wird davor nichts passiert sein. Wenn wir ihn unterwegs finden, bringen wir ihn zurück. Locke muss sich bei euch entschuldigen. Wie dem auch sei, wir werden jetzt die Alarmglocken läuten und dann Monster suchen. Vielen Dank. Sag mal, Lumina. Nimm Locke nicht zu sehr in die Mangel, ja? Ihr seid quasi Geschwister und müsst nett zueinander sein. Erstmal ignorieren, so ist es richtig. Okay, hauen wir hier ab. Die Glocke war da hinten oben. Heute ohne Locke? Wie komisch, ihr seid doch sonst immer zusammen. Wenn ich mal groß und stark bin wie mein Papa, dann führe ich einen Laden. Hier entspannt sich die Dorfbewohner. Wir haben es schon schön hier. Okay, hier geht's dann raus aus dem Dorf. Dann läuten wir die Glocke, versetzen alle Bewohner in Angst und Schrecken, das Monster da macht. Ich war hier schon, da lag der da noch nicht. Locke! Locke, was ist los? Geht es dir gut? Was sollen wir tun, Kanata? Glaubst du die Monster? Lumina, bist du das? Er lebt. Nicht aufstehen, Locke. Ich gehe die Älteste holen. Hm, wozu? Ich hatte nur so einen Hunger. Da bin ich einfach umgekippt. Hey, das ist nicht witzig. Hey, na hört mal, das war kein gewöhnlicher Hunger. Ich sag's dir. Ich war unterwegs zur Glocke, um sie zu läuten. Aber dann sah ich auf dem Weg etwas, was wie ein Monster aussah. Natürlich habe ich alles dran gesetzt, es zu fangen. Aber ich war einfach zu hungrig und bin aus den Latschen gekippt. Wie dem auch sei, ich glaube, das Monster versteckt sich wahrscheinlich noch im Ort. Den Teil hättest du uns lieber mal als erstes erzählen sollen. Ein Grund mehr, die Alarmglocke zu läuten. Dann schauen wir mal. Also. Okay, er hat die Armbrust. So, fertig. Gut, jetzt müssen wir dieses Monster aufstöbern. Bringen wir es hinter uns. Ich bin nämlich am Verhungern. Halt.
Moment, hatte ich das nicht aufgesammelt? Respawned hier Stuff. Dann mache ich gleich AFK-Session zum Abfahren. Da ist es, das Monster. Was wo? Hä? Oh. What the heck? One shot. Also gut, Problem gelöst. Ich danke euch allen. Ihr habt mich wirklich gerettet. Ich bin froh, dass alles war, dass das alles war. Berichten wir der Ältesten davon. Das respawnt wirklich alles. Lul? Okay. Habe ich ausgelassen. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Älteste Ophelia. Wir haben die Glocke geläutet. Wir haben ja. Ich habe alles gegeben. Die Glocke war nicht das Wichtigste. Aber egal, das Monster wäre erledigt. Eine Sorge weniger. Alles ist erledigt. Lass uns was essen. Ich kippe sonst noch um. Oh nein, was soll ich tun? Das Monster hat mich so abgelenkt, dass ich gar nicht gekocht habe. Was? Mein Magen knurrt wie verrückt. Ich will die Hausmannskost der Ältesten, vieler haben will. Du liebe Güte. Na gut, warum fangen wir nicht ein paar Fische und bereiten sie zu? Oh ja, klasse Idee, Kanata. An der Quelle im Wald habe ich einen riesen Fisch gesehen. Auf geht's. Oh Mann, ernsthaft? Klar doch. Okay Leute, dann war's das jetzt für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch diese Endcard dann einblenden fürs, ihr wisst schon, so abonnieren. Und für die Playlist. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, Leute.